In dieser Folge von Wir segeln schauen wir uns die Insel Limnos an. Wir verlaufen uns, besuchen eine oben ohne Kathedrale und erkunden die Mudrasbucht. Und dann gewittert es auch mal wieder. Das Wir in Wir segeln sind Tobi, Franzi und Zora. In der letzten Folge sind wir am Berg Athos vorbeigesegelt und auf Limnos angekommen. Wir haben die Stadt erkundet und kleinere Bootsjobs erledigt. Jetzt haben wir frei und wollen uns die Sehenswürdigkeiten der Insel anschauen. Also, was hat Limnos zu bieten? Wir laufen sportlich los und werden immer langsamer. Denn wie immer sind wir in der Mittagshitze gestartet. Landnavigation ist nicht so unser Ding. Wir haben uns mal wieder verlaufen. Wir geben jetzt auf und versuchen zurückzutrampen. Wir wollen es morgen nochmal mit den Fahrrädern probieren. Ganz schön fertig und unfit. Das stimmt doch gar nicht. Und es geht wirklich sehr bergauf. Und wir sind wieder in der Mittagshitze losgefahren. Aber was soll man auch machen? Man kann sich die Termine nicht immer legen, wie es einem Spaß macht. Stimmt, wir mit unserem vollen Terminkalender. Eben. Ja, man macht sich ja einfach kein Bild. Das ist ja das Problem. Das ist ja alles kein Zuckerschlecken. Das ist alles viel mehr Arbeit, als es aussieht. Ja. Aber ganz sind wir noch nicht da. Das letzte Stück sind wir wieder zu Fuß unterwegs. Die Kapelle Panagia Kakaviotissa, ich hoffe, ich habe das zumindest einigermaßen richtig ausgesprochen, liegt in der Nähe des Dorfes Thanos. Gibt's hier noch jemanden, der dabei nur an die Avengers denkt? Okay, aber weiter im Text. Erbaut wurde sie im 15. Jahrhundert von Mönchen, die aus Agios Evstratios geflüchtet waren. Die Kapelle ist quasi oben ohne. Sie ist so in den Berg gebaut, dass sie gar kein eigenes Dach braucht. Von oben sehen wir schon unser nächstes Ziel. Die Bucht Mudras. In der Bucht gibt es viele Möglichkeiten zu ankern und man ist praktisch vor Winden aus allen Richtungen geschützt. Das war schon im Ersten Weltkrieg für die Alliierten interessant. Hier wurde der Waffenstillstand zwischen den Alliierten und dem Osmanischen Reich unterschrieben. Der erste Halt ist in Burlida. Von hier laufen wir zu einem kleinen Dorf
und genießen den Spaziergang. Ausnahmsweise sind wir nachmittags unterwegs und nicht zur Mittagshitze. Vielleicht lernen wir es ja noch. Ist euch eigentlich schon Tobis Cape aufgefallen? Ich glaube, er träumt heimlich von einer neuen Aufgabe. Der nächste Ankerplatz ist vor dem Dorf Mudras. Das Dorf ist entspannt und es hat vor allem für Tobi einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und mal wieder ein verfallenes Gebäude, bei dem Tobi nicht widerstehen kann. Champagner? Es gibt nicht viel, was Tobi mehr begeistert als verfallene Häuser. Aber wir haben da was gefunden. Na klar, kaputte Boote. Tobi kann einfach keinem verlassenen Ding widerstehen. Und endlich ein Fisherman's Anchor für mich. Dann machen wir uns ganz langsam auf, zurück in die erste Bucht. Das kann passieren, aber das ist nah. Wir sind so nah gekommen, leider. Aber das scheint aus Plastik zu sein. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich getraut, davor dann vorbeizufahren. So langsam, dass ich sogar das Dingy erst unter der Fahrt einholen kann. Wir rasen dahin. Angekommen in der Bucht geht es sofort ins Wasser. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Schwarzer Badeanzug, grüner Badeanzug. Tja, ich springe einfach furchtbar unelegant. Da braucht es schon einige Versuche oder halt einen gekonnten Schnitt. Warm machen hilft auch nicht. Aber eine Lösung habe ich gefunden. Zum Glück gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, seine Zeit im Wasser zu verbringen. Wir wollen weiter nach Agios Evstratios und entschließen uns, die letzte Nacht in der Freshwater Bay zu verbringen. Rasen dahin mit 1,5 Knoten. 1,8, hallo? Ich will nur 0,6 Knoten sehen.
Ja, wir sind tatsächlich noch ein bisschen schneller geworden als vorhin. Und jetzt ist die Fock drin, weil da ging gar nichts mehr. Für den Weg lassen wir uns wieder viel Zeit. Allerdings haben wir es nicht eilig. Abends zieht wieder ein Gewitter vorbei. Allerdings relativ weit entfernt. Und wir haben ja inzwischen einige Übung. Und meine Turnschuhe. Das Dingi verstaut. Und die Wellen sind schon etwas besser geworden. Ist jetzt eins und ich fahre gerade noch mal um, weil gerade der Wind noch mal gedreht ist und das Boot ganz schön geschaukelt hat und überhaupt der Wind steht in die Bucht, wie es nicht sein sollte. Aber offensichtlich ziehen Gewitter vorbei und ich bin dann immer bereit, den Anker hochzuholen, habe meine Schuhe an. Ja. Aber das sind auf jeden Fall die anstrengenderen Seiten. Wenn man nachts nicht schlafen kann, sich ständig Sorgen macht, dass der Anker losbricht. Ja. Doch, du kannst das. Ich lasse ihn wirklich nicht in Ruhe. Ich habe noch ziemlich viel Batterie in der Kamera. Das ist ungewöhnlich. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Deswegen habe ich es laut angekündigt. Und in die Kamera gucken. Ich gehe dir so lange auf den Keks, bis du das machst. Ich kriege ihn noch dazu. Ich habe noch 60 Minuten Akku. Das ist alles in der Kamera. Es leiert aus! Ich zwinge. Aber jetzt ist es nicht. Sag. Ich will das nicht. Mach. Abonnieren! Ich hab gewonnen! Nein. Und wo ihr schon dabei seid, wir freuen uns wirklich über jeden Daumen hoch. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann aktiviert auch die Glocke. Ja, wir haben uns mal wieder verfahren. Verlaufen. Und beim nächsten Mal sind wir auf Agios Stratios. Und das ist meine Lieblingsinsel bisher. Also schaut euch das an.